Das ist ein Begleiterkubus. Das ist Wasser. Da haben wir einen Begleiterkubus. Den nehmen wir uns jetzt auch einfach mal und aktivieren dieses, also mir gefällt Portal 1, 2 jetzt definitiv. Also, Quatsch. Hahaha. Mir gefällt es definitiv besser als Portal 1. Hört sich auch schon besser an. Gut, da brauchen wir einen Begleiterkubus. Und... Aha, krasse Sache. Gut zu wissen. Das nenne ich mal ein geiles Rätsel. Das habe ich schon im Portal 1 vermisst, so ein bisschen die Härte. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Aha. Die Ansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Das heitert mich jetzt so vollkommen auf. Also, diese Bandansagen, die haben was. Darauf muss ich mal was trinken. Oh Mann, das Spiel ist so geil. Wie lange spiel ich schon? 19 Minuten. Geil. Hallo. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. So helfe ihnen Gott. Ich finde diesen positiven Drang in diesem Spiel immer so richtig aufbauend. Dann helfe ihnen Gott. Ey, finde ich einfach geil. Gut, der ist irgendwie ein bisschen beschäftigt, der Kubus. Ja. Hui. So, da bin ich. Aha. Das ist ja sehr interessant. Da wurde der einfach mal so... ja. Du gehst jetzt einfach mal so hin. Nee, warte mal. Nee. Muss ich ja so machen. Mal gucken, ob wir es in einem Rutsch schaffen, weil wenn nicht... wäre das jetzt ganz kacke. Na, das haben wir geschafft. Eigentlich hätten wir es nicht geschafft, weil nicht durchgepasst hat, aber egal. Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben. Willkommen. Vergessen Sie nicht. Willkommen. Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Geil. Einfach nur geiler Spruch. Da ist was runtergeplumpst. Das hört sich schon mal schlecht an. Kamera kann auch gleich weggehen. Er fällt jetzt auch schon weg. Gut, da kommen wir so nicht rauf. Ich gehe mal runter. Mal sehen, ob es hier weitergeht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Plan, wo ich hin muss. Ha, ist auch ein Blind. Ja, das war schon mal ein scheiß Fehler. Ja, toll. Das Einzige, wo ich das machen kann, wäre da. Aber das bringt uns ja nichts, weil wir nicht wirklich hochkommen. Und hier nützt uns das ja auch nichts. Ja, habe ich mich jetzt in eine Sackgasse verrannt oder wie? Nee, habe ich nicht. Schon allein deswegen habe ich mich in keine Sackgasse verrannt. Gut gemacht. Nee, hier nicht. Den brauche ich irgendwo anders. Wo ich da drüben. Die Frage ist jetzt nur... Da drüben brauche ich den. Tja. Ist hier noch irgendwas? Wie? Nee, das ist unwichtig. Aha. So, da fliegen wir erstmal eine Runde. Kann ich so nicht kaputt machen. Aber ich kann das so machen. So, nun haben wir jetzt aber ein anderes Problem. Jetzt müsste man erstmal wissen, wie es weitergeht. Nun gut, ist erstmal auch egal. Mal gucken, ob das überhaupt so geht. Nee, geht so nicht.
aber so geht das. Man müsste natürlich das Portal etwas clever setzen und nicht so wie ich heimblöd das voll falsch setzen. Und dann knallt man nämlich Sie voll rauf. Stolz sein, so weit gekommen zu sein. Jo, bin auch stolz. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stand zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Wie nett. Schicken Sie uns jemanden, der besser für diese Tests geeignet ist. Vielen Dank. Aperture Science. Dieser Sarkasmus, ich finde den geil. Ich finde diesen Humor, diesen schwarzen, sarkastischen Humor so geil in dem Spiel. Oh Mann, ey. Also das... Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Finde ich gut.